Ha, Lilo. Heute ein kurzes Video von meinem neuen Tuxedo Mini-PC bzw. Mikro-PC heißt er korrekterweise. Und der eine oder andere wird sich dann fragen, wie schnell läuft er oder nicht. Gut, ich habe hier nebenbei noch die Videoaufzeichnungssoftware Record My Desktop am Laufen, dass wir das Ganze ein bisschen langsamer machen. Ne? Also wenn das so ein bisschen zuckt, liegt es an der Aufnahmesoftware. Und ich habe natürlich noch so ein bisschen gespielert. Ich habe hier zum Beispiel den 3D-Cube, der jetzt im Moment aus drei Seiten besteht, installiert. Geht wunderbar. Dreht sich sonst ganz flüssig, müsst ihr jetzt mal glauben. Normalerweise ist die CPU unter Normallast quasi bei mehr oder weniger Null. Ich habe hier nebenbei GKrell-M Systemmonitor installiert, ne? Und damit dann auch mal die Temperatur angezeigt wird. Core 0 wäre CPU 0 und Core 1 CPU die zweite, so, und dass die bei 77, 76 Grad herumdümpeln, muss uns nicht aufregen, denn die sind für diese Temperaturen ausgelegt. Also die werden bei 100 Grad erstmal richtig, also bis 100 Grad kann man die belasten. Außerdem seht ihr an den Außentemperatursensoren, dass ich momentan hier bei mir in der Wohnung so um die 28 Grad habe. Also ich kann auf den Tuxedo im Moment noch nicht grillen. Nein, man kann seine Hand drauflegen, ist einfach nur ein bisschen warm, aber nicht heiß. Funktioniert wunderbar. Gut, damit das mit dem GKrell-M hier so funktioniert, mit sudo apt-get install GKrell-M installieren, dann ist dieser Systemmonitor, den ich so habe, dann mit sudo apt-get install lm-sensors ein bestimmtes Paket installieren und danach mit sudo sensors detect die Sensoren finden, die mein Gerät so hat, zum Beispiel die von der CPU und außen am Gerät oder am Gerät, an der Festplatte, wo auch immer, an der Grafikkarte installierte Sensoren aufzutreiben. Dann nach einem Neustart könnt ihr das hier einstellen, dass mit der Konfiguration, die ihr mit Rechtsklick erreicht, die entsprechenden Einstellungen auch angezeigt werden, fester Inhalt. Sehen wir dann hier. Und zum Beispiel dort die Sensoren. Die Sensoren, die erscheinen dann hier bei Temperaturen. So kann man hier gut sehen. Also die zweite Temperatur von unten ist also von der Grafikkarte. Die hat 72 Grad, Thermalson 0 und AC Pits, wie auch immer. Das könnte vielleicht von der Festplatte sein, von der SSD. Gut. Das dazu. Also wie gesagt, man muss sich jetzt nicht keine Sorgen machen bei den Temperaturen. Die Geräte sind dafür ausgelegt. Also bei 100 Grad, kurz vorher schaltet es dann ab. Gut, und dass das jetzt so ein bisschen ruckelt, liegt wie gesagt daran, dass ich noch in Full HD hier aufzeichne. Und das mit einem Gerätchen, das locker flockig unter meinen Fernseher passt. Das ist im Moment im Unterschrank unter meinem Fernseher untergebracht. So, eine Einstellung, was haben wir denn? Ich habe natürlich schon so ein bisschen hier rumgespielt, ihr seht anderen Hintergrund, den Link dazu hänge ich euch an, andere Icons eingestellt, wunderbar. Und wir können uns mal die Information anschauen. Was habe ich hier? Ich habe jetzt Ubuntu 13.04, habe ich jetzt installiert. 13.04 und die CPU ist eine Intel Atom D2550 bei 1,8. 6 GHz mal 2 eigentlich, weil es zwei CPUs sind, die jeweils zwei Threads haben. Und bei den Software-Paketquellen ist hier ein XORG-Server, AMD-Grafikkartentreiber, ein quelloffener installiert, obwohl der gar nicht genau meiner Grafikkarte entspricht. Funktioniert aber tadellos. Also wie gesagt, wenn es hier im Video etwas ruckelt, liegt es nicht an der Grafikkarte, sondern schlicht und ergreifend an der Videoaufzeichnungssoftware, die gleichzeitig noch ein Full HD Video aufzeichnen muss. Gut, wollen wir mal gucken, was macht denn zum Beispiel Cube 2 Sauerbraten, ne? Ein Spielchen. Gehen wir mal auf die Optionen. Wie gesagt, normalerweise ruckelt das überhaupt nicht. Display habe ich jetzt alles hier so eingestellt. Resolution, wunderbar. Kann ich hier, ich gehe jetzt mal zurück. Ich starte mal irgendeine Kampagne. Gehe ich mal drauf, bla bla bla. Seht ihr Run and Gun Part 1. Starte ich hier, Loading.
So, lädt die entsprechenden Pakete und dann wird die erste Mission gestartet, nur mal so als Demo. Wie gesagt, geht normalerweise schneller, wenn ich jetzt nicht noch in Full HD aufzeichnen würde. Damit ich gegebenenfalls wieder auf den Desktop komme, muss ich vielleicht gleich Alt-Tab drücken. Gut, also können wir wunderbar nutzen. Dann können wir Cube 2 spielen. Sauerbraten. So. Wunderschön. Geht. Wie gesagt, auch normalerweise ruckelfrei. Trotz Full HD Videoaufzeichnung klappt das hier ganz prima. Kein Problem. Gut, was machen wir jetzt? Ich lasse den ruhig jetzt mal so ein bisschen sterben. Ich gehe jetzt mal mit Alt-Tab mal hier raus. Versuche mal auf die Arbeitsfläche wieder zu kommen. Das ist ein bisschen komisch, weil es eigentlich das Spiel gar nicht so vorsieht. Aber ich kann jetzt gleichzeitig hier auf meine Arbeitsfläche wieder zurück. So, es ist schon spät, ich muss leise sprechen. Also, nach Beendigung meines Videos habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, euch zu zeigen, wie das unter echten Bedingungen ist, ohne dass die Videoaufzeichnungssoftware läuft. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wahrscheinlich eher nicht. Wir haben so um die 30 Grad. Ich versuche gerade mal die Videokamera auf Licht zu stellen. Moment, das Knöpfchen drücke. So, jetzt könnt ihr es vielleicht besser erkennen. Wir haben es hier fast 30 Grad im Raume, 30 Grad knapp, also mindestens 28 Grad, und das zeigt auch die CPU an. Gut, so, dann wollen wir mal, also das Video ist encodiert, die CPU war die ganze Zeit belastet, also haben wir immer noch eine relativ hohe Kerntemperatur. Und jetzt gehen wir mal auf den 3D-Cube. Ihr seht, kann ich locker flockig drehen, in einer Geschwindigkeit, die schnell genug ist. Wunderbar. Gut, dann gehen wir mal kurz auf Cube. Sauerbraten. So, ich lasse die CPU mal daneben. Campaign. Gehen wir nochmal auf dieselbe Campaign. Ich muss darauf hinweisen, ich bin da nicht gut dran. Ich muss mir jetzt gerade die Tastatur zurecht. Dann geht das auch mit dem Laden wesentlich schneller, wie ihr seht. So. Gut. Und so sieht das in echt aus, ne? Wenn es dann wirklich mal so läuft. Den Ton habe ich jetzt nicht an, aufgrund der Zeit, die wir gerade haben. Das ist schon spät. Spät am Abend. So. Da haben wir eine Schrotflinte. Wunderbar. Also läuft locker, flockig, flüssig. Bis auf mein Gameplay, das ist natürlich katastrophal. Gut, aber das war, was zu beweisen wäre. Also mit vielen Kerlchen im Raum, kein Problem. Gehen wir mal dahin. So. Flap. Gucken, was da alles so ist. Da ist noch einer von den Kollegen. Na, komm. Den hätten wir auch. Vielleicht mal ein bisschen verarzten. Gut. Schließen wir mal. Irgendwo geht es noch hier weiter. Naja, ist ja streng genommen auch egal. Gut, hier sind viele. Das ist gut. Das ist gut zur Demo. Viele Leute zu sehen, läuft prima, flockig. Und da bin ich wieder raus. Gut, apropos raus, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.